Hallo Freunde, willkommen in Adelshofen. Wie immer gilt, ich habe die Map auch noch nicht gesehen, ist für mich auch das erste Mal. Ein Sparhaus, das ist das, was ich mag. Ich brauche kein Riesenhaus irgendwo. Bodentextur ist nett. So was, das Maltextur auch gäbe, wäre nicht schlecht. Wir haben Mittel, fangen wir gleich mit Gewächshäusern an. Ich bin hier. Ja gut, ich bin vor dem Haus rausgekommen. Das ist doch mal was. Der Topliner, den es fast überall gibt. Eine Maschinenhalle, eine große Maschinenhalle und da sind zwei Traktoren. Da draußen habe ich noch einen gesehen. Also mindestens drei Traktoren haben wir schon mal. Das sieht toll aus mit den Steinen. Richtig 3D-Effekt. Da hinten sieht man Bienen. Doch, das ist sehr schön. Auch der Übergang hier ist sehr detailliert. Da haben wir noch einen Traktor. Da haben wir aber 4. Geräusche mit bei. Da hinten sehen wir ein Silo. Ein sehr aufgeräumter Hof. Was rein tun, oder? Saatgut, Mineral. Der kann ich kaufen dran. Das sind Kaufsilos, okay. Was kann ich hier kaufen? Mineraldünger. Hier sind meine Bienen. Ich denke, das sind meine. Und hier geht es durch Wasser. Schauen wir uns die Map an. Da stehe ich. Also es sieht nicht so aus, als ob ich schon Tiere hätte. Ich gehe davon aus, dass mir gehört das alles. Das finde ich jetzt sehr seltsam. Das heißt, ich kann überall bauen, weil... Okay. Das gilt als Feld. Ja gut, das muss jeder selber wissen. Also Waldgebiete kann man kaufen, Felder kann man kaufen. Ein paar Sachen gehören mir schon. Die 79 ist auch ein Waldgebiet, so wie es aussieht. Das ist jetzt etwas unübersichtlich nach meiner Meinung, aber gut. Wie gesagt, ich sehe da jetzt noch keinen Stall.
Riesige Felder. Viel Wald. Nimm uns den hier mal. Oder warte, wo ist der blaue? Ist noch einer. Oh, warte, war noch ein kleiner. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal um. Also landschaftlich ist das meins. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Wieder sehr detailliert. Es gibt KI in Auto. Eine Parallelstraße, wo ich nicht drauf komme. Wobei ich aber hier schon bei der ersten Produktion bin. Needle and Stitch. Also, Spinnerei, Textil. Schneiderei. Animals, okay. Bäckerei, Animals. Warenverkauf. Schauen wir uns das mal an. Das ist die Bäckerei. Es ist schön gemacht, muss ich sagen. Da gibt es einen Unfall beim KI. Ich war nicht schuld. Das ist schön mit der Bäckerei daneben. Ein paar Stühle und Tische, da kann man sitzen. Doch, das Netz soll gleich der nächste da rein. Komme ich da zwischendurch oder fahre ich links rum? Ich wollte eigentlich geradeaus. Also, fahren wir durch die Rabatten hier. Sollen die sich vergnügen? Da scheint der Viehhändler zu sein. Da komme ich nicht rein, das haben wir vergessen. Wo gehst du hin? Ist da was dahinter? Nein. Und selbst wenn man an das Abwasser gedacht und Kulieren sind auf der Straße gelegt. Details, das macht es lebenswerter. Erhöht den Wert des Spielers ungemein. Kleine Sachen, kleine Details. Nicht so leblos gemacht ist.
Wie gesagt, große Felder. Ist für alle was dabei. Kleine Felder, große Felder. Und der Verkehr fährt auch nicht nur in eine Richtung, der fährt auch links ab. Sollte ich auch links abfahren oder wo bin ich jetzt gerade? Ich fahre da unten. Nee, wir fahren da hoch. Landhandel gibt es da oben. Dann fahren wir zum Landhandel. Wie gesagt, große Felder, sehr bergig. Das soll wohl eine fiktive Karte sein, denn irgendwo in Europa. Dass ich angucke, dieses Feld ist toll und dann geht es da einen Berg rauf. Also mit kleinen Fiat schafft man das wahrscheinlich nicht abzufahren. Ja, hier geht es dann auch richtig bergauf. Vollen Hänger hin, das bremst dann gewaltig. Aber es ist schön, kommt man höher, wie die Vegetation mehr Bäume, enger. Und hier geht es dann zu diesem Landhandel, oder? Ja, nett gemacht. Schön sauber angelegt. Also wirklich zum Abladen mit Parkplätzen dabei. Durchfahrt, das kenne ich auch hier. Oh, ja. Riesenparkplatz, hier arbeiten mehr Leute. Doch, das ist schön gemacht. Gefällt mir. Was gibt es da oben noch? Sägewerk. Traubenverarbeitung, das ist ganz schön weit weg. Das sind Trauben da oben. Da fahren wir dann auch noch hin, fahren wir doch hoch. Fahren wir oben rum. Dann schauen wir uns doch das Sägewerk an. Die Traubenverarbeitung interessiert mich, wenn wir die Traubenfelder, die angelegt sind. Sieht mir nicht nach einem Weinberg aus. Toller Ausblick, doch. Schön. Auch hier die Straßenverbreiterung an der Seite. Können wir die Schwierigkeit nicht so mit dem Drescher. Wenn die dazu neigen, Unfälle zu bauen und die Straßen zu sperren, dann nicht eher geneigt, den abzustellen. Jetzt auch eine weitere Karte gemacht, den KI abgestellt, weil irgendein Fahrzeug, man meint, es müsste im Kreisverkehr einfach stehen bleiben, ohne Grund. Und wenn ich damit Autodrive fahre, stehen die oder sie fahren drüber. Bleiben hängen. Das ist irgendwann beim 5., 6., 7. Mal nervt es dann doch. Dass wir hier links ab müssen. Also hier.
hier mit einem Rundenwagen hoch, wie größer werden, länger werden. Da geht's in den Wald rein. So, hier kommen wir ans Sägewerk. Gut, gleich ein Feld daneben, aber auch ja, ganz schön hoch hier oben. Das ist doch dann Drescher hochfahren. Aber auch nett angelegt. Hoch. Kann man da oben drüber fahren? Man kommt oben drüber zu den Feldern, das ist schön. Versuchen wir das mal. Seite runter. Ei, ist es. Das ist, wenn man sich die Gegend anguckt, das ist nicht gut. So. Das ist, wenn man zu viel rumguckt und nicht auf die Straße achtet. Zufahrt gibt zu den Feldern. Ich überlege gerade, ob ich es jetzt gar nicht rausschneide, aber ich glaube, ich lasse das drin. Ist ja keiner da, hat ja keiner gesehen. Das nett gemacht mit dem Zaun an der Seite, überall. Auch das sehr detailliert gemacht hier. Da steht ein Auto im Weg, scheint noch jemand da zu sein. Geht da rein? Ich kann da rein. Der steht in jedem Weg, kann er noch nutzen. Verschiedene Sachen angebaut und das immer am Hang. Ist doch ein Weinberg. Aber dass man gleich andere Sachen dazu anbaut, ist. Ich kenne es nicht, ich weiß es nicht. Also da ernten. Guck mal, da mit Drescher hoch? Herausforderung auf jeden Fall. Mein Gott. Also die Idee ist toll. Gefällt mir sehr gut. Wieder durch die Trecker zu springen. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung hier oben. Aber die kann man einzeln kaufen. Da können sie es zusammenbauen nach und nach. Das kriegt man gesammelt. Ist aber teuer. Gut. Auch hier der Blick ist toll. Aber hier. Also. Ich weiß nicht, ob mein Helfer hier arbeiten kann. Weiß ich nicht, ob der damit zurechtkommt. Also da ein Abfahrer, der wird auch. Okay, wahrscheinlich. Nehmen wir die Straße auf. Aber das gefällt mir sehr.
Und Weinanbau, eigentlich bietet sich Wein an bei dem Berg. Ob man jetzt was Mais oder irgendwas anderes anpflanzen muss, weiß ich nicht. Aber es gefällt mir sehr gut. Entschuldigt, wenn das Video ein bisschen länger dauert, aber ich glaube, ich muss das gerade mal ausnutzen. Das ist die bekannte Traubenverarbeitung, die kennen wir ja schon. Kommt da weiter? Ich muss da weiter. Okay. Wir haben jetzt nur die obere Hälfte der Karte angesehen. Wieder abbiegen müssen. Ah, Gott. Ich hätte abbiegen müssen rechts. Auch bei nächster Gelegenheit. Riesige Felder, auch hier wieder ein riesiges Feld. Da mache ich hier was zu tun. Mehrere Weinfelder oder Weinberge. Da scheint ja auch Wein zu sein. Oder Oliven, ewiges Wein. Also die Karte ist größer als gedacht. Das ist auch ein Grund, warum ich die nicht überfliege, sondern fahre. Dann kriege ich mein Gefühl dafür. So, hier kommen wir zum Fahrzeughändler mit Tankstelle. Da komme ich wieder zu meinem Hof. Da oben sind wir gewesen. Und jetzt schauen wir nach unten. Schauen wir uns unseren Teil an. Ich muss sagen, weil es rüberfahren gefühlt mir sehr gut.
alles sehr realistisch gemacht, nicht einfach gerade Straßen. Es geht immer irgendwo links, rechts rum, in Kurven rauf, runter. Ich glaube schon, dass einiges an Arbeit drin ist. Da wieder zu Feldern. Das ist einfach faszinierend. Also, Hochachtung vor denen, die das machen. Die es können. Ich kriege die Geduld nicht dazu, bin ich ehrlich. Und es ist kostenlos für die User. So eine Karte ist kostenlos. Ist schnell runterzuladen. Und dann dauert es eben 3 bis 5 Stunden, wenn man nicht zahlen will. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Stehen einfach hier. Das verstehe ich dann. Ist KI-Verkehr, die soll das eigentlich können. Und du stehst mir jetzt im Weg, oder? Das war ja klar. Das war ja klar, dass du da jetzt mir im Weg stehst. Ja gut, das konnte Drahtschäden. Aber auch nett gemacht hier, die Brücke. Jetzt keinen Weg gesehen, ob ich da links irgendwo ab konnte. Dran vorbeifahren. Denn doch ab und zu etwas umständlich. Überleg gerade, das muss man alles machen, auch mit dem Drescher, mit dem Abfahrer. Teilweise recht weit fahren. Damit Spinnerei. Auch sehr abgelegen. Eine schmale Brücke, wo ich keinen KI-Verkehr möchte. Jetzt haben wir hier sehr Biogas, oder? Biogasanlage, genau, da hinten haben wir noch eine Kalkstation, Biotankstelle, Müslifabrik und Ölmühle haben wir da unten noch. Biotankstelle, Müslifabrik, aber Ölmühle, Zuckerfabrik, Schreinerei, was, Schreinerei? Da ist die Schreinerei vom Sägewerk hier runter. Na gut. Aber wir sind soweit durch. Also für alle, die es bisher durchgehalten haben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Däumchen da. Haut auf die Glocke. Abonniert den Kanal, damit ihr nicht
die nächsten Videos nicht vergesst, verpasst. Ansonsten bleibt gesund, mir gewogen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.